Hey Leute und willkommen zurück bei Die Sims 4. Julia ist gerade von der Arbeit wieder da, wie es aussieht, und sie muss zur Toilette. Da ist jetzt natürlich gerade Ronny drauf und wir wissen ja, Ronny braucht ewig auf dem Klo und du gehst mal hier oben wie ein Champion pieseln. Du schaust Fernsehen, okay, das ist in Ordnung. Wirst gleich irgendwann müde. Und wie geht es dem lieben Ronny? Ja, auch ganz gut, wird auch ein bisschen müde. Es ist 21 Uhr am Donnerstag. So, Ronny hat Freitag frei. Ach, Manu. Ich habe mir nämlich überlegt, dass wir mal wieder mit ins Krankenhaus gehen und ausgerechnet jetzt muss er arbeiten. Muss er nicht arbeiten, meine ich. Du musst arbeiten, aber ich weiß nicht, ob ich mit dir gehen möchte. Du müsstest auch. Ich glaube, das überlege ich mir dann gleich mal spontan, wenn es denn soweit ist. Eine Dusche wäre auch nicht schlecht, ne? Weißt du was, wenn du schon mal hier bist, dann kannst du tatsächlich duschen gehen. Du schaust gerade den Kochkanal. Das ist ja wunderbar. Und du musst noch, ja, du musst noch deinen einen Freund haben. Genau, ich überlege nämlich, ob wir nicht mal jemanden anrufen, einladen, hier abzuhängen. Ich möchte nämlich jetzt endlich mal dieses Ziel erfüllen. Wir brauchen nur noch einen Freund und eine Verabredung. Das sollte ja nicht so schwer sein. Daniel Förster, das ist natürlich ein Arbeitskollege. Das wird schwierig. Ich glaube, mit denen war sie schon zusammen, mit Fabio Meyer auch. Wir könnten natürlich auch eine Frau nehmen, das ist ja auch kein Problem, ne? Erna, Elise, Mareike, Clementine, auf keinen Fall. Ach nee, ich weiß nicht. Nee, ich weiß nicht. Ich finde die gerade alle ein bisschen doof. Ist hier gerade zufällig jemand in der Nachbarschaft, der sympathisch aussieht? Wer ist denn hier? Ihr seht doch... Oh, der Zombie unterhält sich mit... der orangenen Rainbow, aber sie wird jetzt gerade müde. Ach nee, wisst ihr was, dann lassen wir das. Dann machen wir das morgen mal. Wer bist du denn? Ach Mensch, dich hatten wir doch auch schon mal, ne? Leo Bach? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. So, Ronny ist jetzt am PC und was macht er? In Foren provozieren. Weißt du was? Ja gut, du wirst schon ein bisschen müde. Du müsstest noch... 3 Level der Angelfähigkeit und du müsstest noch 11 Fische. Okay, das ist jetzt auch zu viel für den Abend. Was könnte Ronny denn mal machen, wenn er sich um sein Fotostudio kümmert? Das bringt ja im Endeffekt nichts, oder? Sich um Fotostudio kümmern. Wir schauen einfach mal. Du bist jetzt auf dem Weg ins Bett frisch geduscht. Nee, warte mal. Warte mal bitte, meine Liebe. Du kannst erst noch was essen. Weil sonst kommen wir nämlich morgen hier in die Bredouille. Fruchtpastete. Ja, die hält ja nicht so lange... an, ne? Huch, Moment. Moment, Moment. Nimmst du die jetzt? Im Inventar platzieren? Nein. Ich überlege gerade, ob es sinnvoll ist. Ja, komm, wir essen die. Oh, das geht wieder nicht. Oh nein, das ist wieder ein toller Bug hier. Wie ich das hasse, ne? Wie ich diesen Kühlschrank-Bug hasse. Also, nochmal, öffnen. Fruchtpass... Was? Was? Wo ist denn jetzt die Fruchtpastete? Du hörst jetzt mal bitte auf, ins Bett zu gehen, sonst drücke ich nämlich hier kurz auf Pause. Jetzt ist sie doch nicht mehr da. Mensch, was ist denn da los? Kochen, transformieren, backen, zu Abendessen. Was könntest du denn mal kochen? Bratfisch, Spaghetti, arme Ritter, das ist ja alles immer so krass. Fruchtpastete, da ist sie nochmal. Geschwärzter Barsch. Weißt du was, das kannst du mal machen. Ich meine, Fisch ist jetzt auch nicht so kalorien... Lass dich, du bist schon im Bett. Das ist okay. Und Ronny kümmert sich ums Fotostudio, was aber irgendwie überhaupt nichts bringt. Warum gibt es das? Warum gibt es diese Option, ums Fotostudio kümmern? Das ist doch mega sinnlos. Hintergrund festlegen. Wir machen mal Wasser. Oh ja. Ach, wie cool. Leute, ist es bei euch auch gerade so heiß? Hier ist es echt furchtbar. Madame. Na, das wird ja ein ganz fantastischer Fisch. Ich bin gespannt. Und ich glaube übrigens, dass sie nicht schwanger ist. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, das hätte ich dann schon längst ganz eindeutig gemerkt. Erstmal den Fernseher ausmachen. Deshalb denke ich, sie ist nicht schwanger. Sie wurde einfach nur so von Aliens entführt, warum auch immer. Wer weiß, was sie mit ihr gemacht haben. Ronny, weißt du was? Wenn du jetzt nichts zu tun hast, ne? Du stehst nämlich nur blöde rum. Du möchtest ins Bett. Ja, das ist schön und gut. Ich bin aber dafür... verdorbenes Essen aussortieren. Ach so, es ist schon gar nichts mehr drin. Ja, dann passt das ja. Dann bist nur noch du wach, meine Liebe. Und um die Pflanzen müssen wir uns dann auch nicht mehr kümmern. Dafür ist es dann jetzt doch ein bisschen spät.
Ich esse mal wieder. Aber Fisch, der hat nicht so viele Kalorien. Und dazu Fett. Einfach nur ein Klumpen Fett. Ja, so schmeckt mir das. Köstlich. Ja, das Fett glänzt sogar, so fettig ist es. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Da schon wieder. Könnte man sehen. Mit extra viel Fett gekocht. Gebraten. Gut, dann isst du jetzt noch auf. Ich meine, wegräumen mache ja sowieso ich. Das brauchst du dann gar nicht mehr machen. Und dann kannst du gleich schlafen gehen. Aufgegessen. Jetzt mit vollem Bauch direkt ins Bett. Super Idee. Und ab morgen heißt es dann vielleicht mal ein bisschen Sport machen. Habe ich es jetzt tatsächlich beim ersten Mal geschafft, den Teller hier in die Spüle zu verschieben? Das ist ja großartig. Hehe, was war das denn? Witziges Lachen von Ronny. So, du pennst noch ein bisschen, das ist in Ordnung. Und musst dann um wie viel Uhr? Um 9. Okay, und du musst um 10. Alles klar. Ihre 6 Durchbrüche hat sie auch. Das ist schön. Ich glaube, ich gehe aber trotzdem mal mit zur Polizeistation, oder? Ich weiß es nicht. Ich möchte ja auch nicht, dass es so eintönig wird, wenn wir jetzt offen auf die Wissenschaftlerkarriere machen. Aber eigentlich finde ich die ganz interessant. Oh, Ronny ist auch zur gleichen Zeit wach. Wuhu. Erstmal Fisch zum Frühstück, ihr zwei. Sie stehen ineinander. Ach, das könnt ihr besonders gut. So, Ronny nimmt sich den Fisch, ist natürlich kokett und spinnt rum. Ronny, du spinnst wieder ein bisschen, ne? Oh, sie ist selbstsicher, das freut mich aber. Können wir ein bisschen über Kochen reden? Und Ronny Kochtipps geben, auf jeden Fall. Ja, Ronny, man kann auch mal einfach nur Gemüse essen. Wir brauchen nicht immer Fleisch oder Fisch. Nee, brauchst du gar nicht an deinen Fisch denken. Ich habe gesagt, du sollst kannst Gemüse essen. Ich starre dich jetzt einfach so lange an, bis du mit mir redest. Du alter Krebs. Ja, man kann auch mal hier Meeresfrüchte essen. Die sind gut für dich. Ach, süß. Na, Ronny sagt von alleine gar nichts. Voll der stille Typ. Oh, jetzt. Nein. Nein, Ronny. Nein. Mit Julie flirten kommt sofort weg. Ihr habt mir geschrieben, oder zumindest einer, ich soll doch den Kübel hier wegstellen, damit die nicht immer kokett sind. Aber irgendwie mag ich das so, weil Ronny dann immer so lustig ist. Ich meine, sobald die jetzt irgendwas Schlimmeres machen, da würde ich auch dazwischen gehen, ne? Also mit Knutschen und so wird das nichts, ihr zwei. Aber wenn die mal aus Versehen flirten, ja, dann passiert das halt leider. Aber sie reden ja nicht mal, ihr seht es. Die unterhalten sich nicht mal. Das ist eine ganz tolle, oh, ganz tolle Atmosphäre hier. Ach, schön. Schön, wie sie einfach nicht reagiert. Fantastisch. So, du bist dann auch gleich wach. Bist dann ausgeruht, hast gar nicht mehr so viel Hunger. Dann können wir gut in den Arbeitstag starten. Ja, meine Liebe, pass mal auf. Also, ich würde dich nicht an die Kette legen. Also, weißt du, mit dem Ring und so. Ich bin ja kein Tyrannosaurus. Ja, ja. Ja, Ronny, du schaffst es ja nicht mal, den Müll rauszubringen. Du Volldepp. Backen kannst du auch nicht. Nee, eigentlich kannst du gar nichts. Hast ja nicht mal ein Smartphone. Deinem alten Scheiß Nokia. Nichts gegen Nokia natürlich. So, ich gehe mal ganz schnell duschen. Ron. Was ist das denn? Oh Mann, sie ist doch gleich beschämt, oder? Sie ist doch gleich 100 pro beschämt. Komm, jetzt geh schnell duschen, du musst in einer Stunde bei der Arbeit sein. Ronny haucht ihren Kuss zu, sie zuckt erstmal so voll weg, pupst dann ein bisschen rum und ist jetzt echt nicht beschämt. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie da irgendwie. Was ist mit dir? Du gehst direkt an den PC. Ja, ich hätte gedacht, dass sie da jetzt ein bisschen anders reagiert. Schön, dass du mal nicht beschämt warst. So gut kennst du den Ronny also schon. Und er möchte sie küssen. Ronny, das ist ganz süß von dir. Und sie steht da auch schon so bereitwillig. Das ist ganz süß. Vor allem ist es irgendwie so niedlich, weil sie ja auch gerade erst aufgestanden ist, ne? So guten Morgen, kussmäßig von Ronny. Voll putzig. So, mit Köder angeln, mit dem Barsch.
Du hast ja heute genug Zeit. Oh, Don Lothario. Vor unserem Haus macht er seine Übungen. Und du, meine Liebe, was könntest du denn noch machen? Du könntest dich um die Pflanzen kümmern. Ich meine, Sport ist jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Dann wirst du nämlich stinkend zur Arbeit gehen. Und das ist alles nur sehr ärgerlich, so Gartenpflegen. Von daher kannst du dich direkt mal um den Garten kümmern, das passt schon. Oh, und du stolzierst darum. Trinken. Ja, trinken ist gut. Vor allem bei dem Wetter. So, erstmal ein leckeres Glas Milch. Ist das überhaupt Milch? Das möchte ich jetzt gerne mal wissen. Ja, es ist tatsächlich Milch. Wisst ihr was? Die Milch ist hergestellt von Julie de Silva. Das habe ich ja noch nie gesehen. Die Milch ist von ihr hergestellt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, sie muss schon los. Ah, sie muss auch los. Nee, komm, wir gehen mal mit. Wir gehen mit zur Polizei. Vielleicht erleben wir wieder mal was Lustiges und können mal ein bisschen auf Patrouille gehen. Waren wir nämlich schon lange nicht mehr. Wir müssen Hinweise mit der Polizeidatenbank abgleichen. Moment, ich schau gerade mal. Haben wir denn überhaupt einen aktuellen Fall? Ja, wir haben sogar einen aktuellen Fall. Ach, das wusste ich ja gar nicht. Ja, wisst ihr was? Dann machen wir natürlich weiter. So, Hinweise hinzufügen, klar. Dann geht's natürlich weiter. Wir müssen ja den Verbrecher finden. Polizeipräsidentin, das ist echt eine andere, ne? Was ist mit dem Typen los? Sonst war es doch immer ein Polizeipräsident. Sag mal, was gibt's denn hier zu lachen? Hat wieder irgendein Kollege lustige E-Mails rumgeschickt oder was ist los? Warum stehst du da so verloren? Marvin Peters, was ist los mit dir? Warum lacht ihr denn, die beiden hier, oder? Die ganze Zeit lachen? So, jetzt sind wir mal wieder an die Arbeit hier. Also, die Verdachtsperson ist männlich. Und wir fügen noch einen Hinweis hinzu. Hm? Ja, und da noch die Verbindung? Fahndung ist verfügbar. Oh, super, das ist schön. Sehr gut. Können wir denn noch einen Hinweis ableiten, dass wir vielleicht noch mehr über die Person wissen? Dann dauert das nämlich bei der Fahndung nicht ganz so lange, denke ich. So, kann ich noch was ableiten? Ja, ich habe den Hinweis und noch den. Also männlich. Und, ja, ich weiß ja nicht. Ich glaube, Moment mal, Gary Horta wurde verkauft. Aber sie konnte keine neuen Hinweise ableiten. Okay, du gehst jetzt erstmal hier zum Fahndungsort. Brauchst dich gar nicht an den PC setzen. Ja, dann geht's jetzt mal los, ne? Auf Verbrecherjagd. Fahndung! Oh, wo sind wir denn hier? In der Bibliothek. Na, sieh mal eine an. So, Moment, sie geht rein. Und oben ist anscheinend niemand mehr. Okay. Dann schauen wir doch mal, was wir für Hinweise haben. Ein junger Erwachsener, eine lange Hose, männlich und hitzköpfig. Okay, das sind alles Frauen. Du bist ein junger Erwachsener mit langer Hose, wie es aussieht. Du bist auch ein junger Erwachsener. Und wer bist du? Fabian Schäfer. Ach, du bist der Bibliothekar. Okay, aber du hast eine kurze Hose an. Und du bist wer? Oh, Don Lothario. Okay. Gut, dann kannst du erstmal pieseln und dann befragen wir den Don Lothario. Der kennt uns ja nur allzu gut. Ja, hey Don, ich bin's. Wir kennen uns ja noch, ne? Ich suche die Verdachtsperson. Also, ein Mann mit langer Hose. Ah, da vorne also. Mhm. Dort drüben. Ja, danke schön. Lies mal weiter hier auf der Toilette. Okay, er sagt hier drüben. Was ist denn... Moment, warum können wir ihn nicht fragen? Moment. Mike Peters, warum können wir ihn nicht fragen? Sag bloß, er ist es. Nach Verdachtsperson fragen. Dann fragen wir erstmal ihn. Ja, schönen guten Tag. Hier, ich bin von der Polizei. Ja, da ist der Verdächtige. Ach so, ja, vielen Dank. Das war ja einfach. Er kann mir nicht helfen, zeigt aber in diese Richtung. Oh, jetzt können wir ihn fragen. Das wird interessant. Ich bin gespannt. Wow, ist das laut hier. Ihr müsst doch ruhig sein in der Bibliothek.
So, Herr Peters, was können Sie mir sagen? Er zeigt dahin. Ich habe gerade so jemanden dort drüben gesehen. Okay, wir fragen noch mal eine Frau. Wir fragen mal sie, schauen, wo sie hin zeigt. Mann, was ist das hier für eine Geräuschkulisse? Sie zeigt hierhin. Oh! Ah, sie hat so jemand nicht gesehen. Aber schaut mal hier, der Harry Mason. Mensch, den haben wir schon ewig nicht gesehen. Wisst ihr was? Den befragen wir direkt. Ach cool, den haben wir echt ewig nicht gesehen. Ja, Herr Mason. Haben Sie jemanden gesehen? Da vorne, ach so. Oh, er zeigt hierhin. Jetzt, wo Sie es sagen, habe ich so jemanden dort drüben gesehen. Die Frage ist jetzt, wer von den beiden ist... Ah, er ist erwachsen und er ist ein junger Erwachsener. Die Frage ist jetzt, ob wir ihn direkt verhaften sollen. Pass mal auf, wir stellen uns mal vor... Pando. Der ist ja angeblich hitzköpfig, dann müssen wir das doch bald merken, oder? Ja, hi, ich bin Julie. Ich habe überhaupt keine Hintergedanken, wenn ich mich mit dir anfreunde. Versprechen, Lied zu widmen, ganz bestimmt nicht. Ich würde ihn gerne kennenlernen. Magst du fliegen oder eher nicht so? Ah, du bist hitzköpfig. Ja, dann, wenn du hitzköpfig bist, dann verhafte ich dich. Ja, jetzt hast du Pech gehabt. Hast dich verraten, du Idiot. Julie? Julie? Ah, Julie macht doch noch was. Ich dachte schon. Wow, wow, was eine Perspektive. Wow, nein, ich will's sehen. Da baumeln die Handschellen.